Namaste, ich grüße euch herzlich. Hallo, ich heiße Diara und wir machen eine gemeinsame Yoga-Session heute. Schön, dass du da bist. Das Ganze wie immer motivated by Fitness First. Wir machen Yoga und wir fangen in der Haltung des Kindes an. Komm ganz in Ruhe an, bei dir selber, in deinem Körper und auf der Matte. Und du darfst gerne deine beiden Arme schon einmal nach vorne ablegen. Den Kopf unten, die Stirn am Boden und den Atem fließen lassen. Immer wenn du einatmest, spürst du, wie die Luft in deinen Bauch strömt. Immer wenn du ausatmest, entspannt deine Bauchdecke. Die Gesichtszüge sind weich. Nochmal einatmen über die Nase in den Bauchraum. Ausatmen. Das Ganze noch 2-3 Mal tief ein- und ausatmen. Alle Nebengeräusche um dich herum blendest du aus. Straßenverkehr, Fluglärm. Schau, dass dein Handy im Flugmodus ist, sodass du die besten Voraussetzungen geschaffen hast für deine Praxis heute. Was wir machen hier mit der nächsten Einatmung, du kraulst mit deinem rechten Arm nach hinten, nach oben, weit nach vorne und wieder zurück, Charles Pose. Das gleiche auf der anderen Seite einatmen, linker Arm schwimmt über die Seite, über oben und vorne, wieder zurück, Charles Pose. Ganz fließende, weiche Bewegung. Nochmal rechts mit der Einatmung kraulen. Wieder zurück, Charles Pose. Noch einmal links, schwimm hoch. Drück dich hoch und dann schieb dich weit zurück. Super. Rechter Arm, kraulen. Und jetzt Achtung, aufgepasst. Diesen rechten Arm durch die Mitte in einen Twist durchfädeln. Leg deine Schulter ab, leg den Kopf ab, die Schläfe. Popo zeigt nach oben. Linker Arm ist neutral. Es geht hier nur um den Twist im Oberkörper. Und mit der nächsten Einatmung schieb dich, drück dich wieder hoch. Und komm zurück in dein Kind. Sehr gut. Noch einmal links bitte, kraul dich nach oben und dann durch die Mitte durch in den Twist. Sehr gut. Leg die linke Schulter ab, leg den Kopf ab, die Schläfe. Spür die Rotation, ganz simpel, easy, kein Stress. Einatmen, drück dich hoch, komm in einen Vierfüßlerstand, stell die Füße hinten ab und komm in einen ersten Hund. Down Dog. Und dieser erste Hund, wie immer, der gehört dir. Mach was draus. Deine eigenen Bewegungen. Intuitiv, easy. Gerne auf der Stelle laufen. Vielleicht noch einmal die Gesichtszüge bewusst entspannen. Dann heb dein rechtes Bein. Großer Schritt nach außen, also rechts neben deinen rechten kleinen Finger. Linkes Knie absetzen. Einatmen, schieb deine Brust nach vorne oben. Komm auf die Fingerspitzen. Ausatmen, mach den Rücken rund. Einatmen, heben,
Ausatmen, Rücken rund. Letztes Mal. Heben, einatmen, ausatmen, Rücken wird rund. Es ist wie, als wenn du Katze-Kuh machst. Setz die Hände ab, heb das hintere Knie, bring dein rechtes Bein neben das linke. Du bist im Brett. Sehr gut. Down Dog. Linkes Bein heben. Linken Fuß links neben den kleinen Finger. Rechtes Knie runter. Auf die Fingerspitzen. Katze-Kuh. Ein. Aus. Ein. Aus. Nochmal ein. Noch einmal aus. Neutraler Rücken auf die Hände kommen, flach. Knie abheben, links Schritt zurück, Brett. Und Down Dog ist unser Meeting Point. Kommt nach vorne ins Brett. Chaturanga aus. Cobra einatmen. Und Down Dog aus. Lauft nach vorne an den Anfang eurer Matte. Lasst euch da Zeit. Und hängt euch einmal kurz über euren Beinen aus. So richtig mit der Schwerkraft fallen. Ha. Ruhig mal die Augen schließen, wenn das geht. Lass die Knie leicht gebeugt. Und dann schwankst du so ein bisschen von rechts nach links, wenn du möchtest. Wirbel für Wirbel richtet euch auf, kommt zum Stehen, bringt die Hände vor euer Herz, Namaste. Surya Namaskar, Sonnengruß, einatmen, ausatmen, Uttanasana. Flatback, einatmen und dann geh nach hinten in deinen herabschauenden Hund. Komm vor ins Brett und jetzt Achtung. Charles Pose aus. Rechter Arm kraut. Durch die Mitte durch. Twist. Sehr schön. Einatmen hoch. Und ausatmen Hund. Bleib kurz hier. Drei Atemzüge. Einatmen. Ausatmen. Nochmal ein und aus. Ein letztes Mal einatmen. Heb dein rechtes Bein, komm nach vorne, in den geraden Rücken und in die tiefe Vorbeuge aus. Steh auf, Berg, Hände vom Herz, Namaste. Einatmen, Berg. Uttanasana, Vorbeuge. Flat back, gerader Rücken. Step, step. Chaturanga. Cobra. Herabschauender Hund. Kommt vor ins Brett. Auf die Knie, Child's Pose. Linker Arm krault und du machst den Twist, den Arm durch die Mitte durch. Bleib kurz hier. Sehr schön. Drück dich wieder hoch und wir treffen uns im herabschauenden Hund. Linkes Bein heben. Komm nach vorne an den Anfang deiner Matte. Und tiefe Vorbeuge aus, Uttanasana. Einatmen, richtet euch auf. Hände vom Herz, Namaste.
Blitz. Du darfst hier gerne die Schultern ein kleines bisschen anheben und dich ein kleines bisschen mehr nach hinten setzen. Sehr schön. Spür die Kraft im Rücken. Die Rückenstrecker sind ganz aktiv. Zieh den unteren Rücken nach innen. Komm in eine tiefe Vorbeuge mit der Ausatmung. Flatback einatmen. Und herabschauender Hund aus. Sehr gut. Komm nach vorne ins Brett und jetzt aufgepasst, öffne dich nach rechts. Zurück zur Mitte. Öffne dich nach links. Eine seitliche Planke. Becken fest, Popo hoch. Ganz viel Kraft aus dem rechten Arm schöpfen. Super. Atem fließen lassen. Und komm zurück in den Down Dog. Sehr gut. Komm vor Anfang deiner Matte. Ganz entspannt, kein Stress. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, richte dich auf. Und Hände vorm Herz, Namaste. Wir kombinieren das. Einatmen, Berg. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Komm in einen geraden Rücken, einatmen. Komm in deinen herabschauenden Hund mit der Ausatmung. Von hier bringst du dein Gewicht nach vorne ins Brett, du kennst es. Du gehst über deine Knie in die Child's Pose. Kraul mit deinem rechten Arm, wir haben das schon gemacht. Und jetzt gehst du durch die Mitte durch in deinen Twist. Sehr gut. Und jetzt Achtung, kraul wieder zurück, stell die Fußspitzen hinten ab. Und jetzt schiebst du die rechte Hand nach hinten links. Halt dich links am Bein fest. Schau mal, ob das geht. Sehr gut. Seitliche Planke, einatmen, öffne dich nach rechts. Halte hier für einen Moment, lass deinen Atem fließen, Becken. Bitte nicht sacken lassen, also nicht jetzt so unten hängen, sondern schupp, zieh dich hoch. Yes. Down Dog, ausatmen. Ah. Sehr schön. Komm nach vorne, Step, 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 gerader Rücken. Uttanasana aus. Blitz. Setz dich tief. Zieh den unteren Rücken nach innen. Zieh die Schultern leicht nach oben. Spür die Kraft in deinen Rückenstreckern. Zentrier die Knie ein bisschen und komm nach unten in die Vorbeuge. Gerader Rücken einatmen und herabschauender Hund aus. Geh nach vorne ins Brett. Über deine Knie, Child's Pose. Linker Arm. Durch die Mitte, Twist. Linker Arm, kraul zurück. Füße abstellen. Ausatmen. Schräggriff. Einatmen, öffne dich nach links. Halte deine Mitte. Zentriere dich. Ganz viel Kraft aus dem rechten Arm. Ihr macht es super. Und wir treffen uns im Down Dog. Sehr schön. Lass den Kopf fallen. Linkes Bein heben. Komm vor an den Anfang. Uttanasana aus. Wir gehen noch einmal in den Blitz. Setz dich tief.
Hände vom Herz, Namaste. So, eine Runde machen wir alles zusammen. Einatmen. Uttana aus. Flat back. Down dog. Vielleicht mit geschlossenen Augen, wenn du magst. Welle vor. Child's Pose aus. Rechter Arm. Durch die Mitte durch, Twist. Zurück, einatmen. Nochmal durch die Mitte, Beine strecken. Öffne dich nach rechts. Down Dog. Rechtes Bein. Komm nach vorne, Anfang deiner Matte. Uttanasana aus. Sehr schön. Dein Blitz. Uttanasana. Flat back. Down dog, bitte. Brett. Wie eine Welle. Child's Pose. Linker Arm kraus. Through the midline. Twist. Kraul wieder hoch. Stell die Füße um, streck die Beine. Twist. Öffne nach links. Hund. Linkes Bein heben. Komm nach vorne an den Anfang deiner Matte. Und Uttanasana, tiefe Vorbeuge aus. Wir gehen in den Blitz. Einatmen. Und die Hände vors Herz. Aufstehen. Samastiti. Sehr schön. Super. So, von hier streckt euch schön lang und diesmal nehmt ihr eure Fersen mit nach oben. Wir sind im Berg, aber auf den Fußspitzen stehend, ein bisschen Gleichgewicht. Zentriere die Körpermittellinie, zieh dein Schambein leicht nach oben. Sehr gut. Zieh die Schultern leicht nach oben, ohne zu übertreiben. Und dann gehst du in eine gebundene tiefe Vorbeuge. Das heißt, beim Runtergehen schwing die Arme durch, falte die Finger hinter deinem Rücken, zieh die Schultern lang, Kopf fallen lassen. Auch hier könnt ihr so leicht schwanken nach rechts und links, Beine beugen. Super. Löst eure Hände, kommt in einen geraden Rücken. Und dann stell dein rechtes Bein hinter dem linken über Kreuz ab. Geh ganz tief in eine Vorbeuge. Eine gekreuzte, tiefe Vorbeuge. Sehr gut. Ja, die Dehnung ist ähnlich wie in der normalen Vorbeuge, aber doch ein bisschen anders. Sehr schön. Super. Rechten Fuß wieder lösen, Seite wechseln. Linken Fuß hinten überkreuzen. Dann tief nach unten. Einfach mal den Unterschied spüren. Vielleicht spreizst du hier deine beiden Sitzbeinhöcker. Du stehst auf den Fingerspitzen und beide Beine möchten gestreckt sein. Komm zurück zur Mitte, entkreuze deine Beine. Sehr gut. Und dann setzen wir uns hier einmal tief in Malasana, die Hocke. Auf den Fußspitzen, okay? Sehr gut. Bring die Hände vor dein Herz. Und lass die Knie dabei auf Höhe des Bauchnabels sinken. Das heißt, wir haben einen geraden Rücken,
Lass deinen Atem fließen. Sehr schön. Tief ein- ausatmen. So ein kleines bisschen wackelig, ich weiß. Streck die Arme nach oben. Und das ist die Richtung, in die wir jetzt auch gehen. Ganz langsam möchtest du diese Beine ausstrecken. Aber mach es wirklich langsam. Spür mal, wie kraftvoll das ist. Wow. Bis wir wieder ganz, ganz oben sind. In diesem gestreckten Berg auf den Fußspitzen. Sehr schön. Du gehst nach unten, setzt die Fersen ab, schwing die Arme einmal mehr durch, falte deine Finger, beug die Knie leicht, komm nochmal in die gebundene Vorbeuge, Kopf fallen lassen, Nacken ist lang, Atem fließt, Bauchnabel leicht nach innen. Gerne auch hier wieder die Sitzbeinhöcker finden, ansteuern und auseinanderziehen. Sehr gut. Komm in einen geraden Rücken. Und komm in deinen herabschauenden Mund. Sehr schön. Bring dein Gewicht nach vorne in die Planke und öffne dich wieder nach rechts. Sehr schön. Diesmal nimmst du das rechte Bein und kommst in einen Baum. Sehr schön. Halte die Mitte stabil. Du kannst gerne nach unten gucken für mehr Sicherheit und schieb diesen rechten Fuß kraftvoll in den linken Oberschenkel. Und gleichzeitig drückt der Oberschenkel in den Fuß. Sehr gut. Noch 3, 2, 1 und löse über das Brett herabschauender Hund. Die andere Seite. Du kommst in dein Brett und du kippst. Öffnest dich nach links und dann schnappst du dir deinen linken Fuß, gerne hier mit der Hand einmal kurz nachgreifen, das macht, denke ich, Sinn, für deinen Baum. Schieb diesen Oberschenkel in den Fuß und den Fuß in den Oberschenkel. Sehr gut, spür die Kraft in deiner linken Hand. Spür die Kraft in deiner Körpermitte. Noch 3, 2, 1. Wir lösen über das Brett und wir gehen in die Child's Pose und bleiben einen Moment hier, wie am Anfang der Stunde. Spürt kurz nach, Halbzeitpause. Habt ihr euch verdient. Ha, sehr schön. Ruhig mal beide Arme ganz entspannt. Wenn du nicht ins Kind gehen magst, kannst du so wie ich in einen Fersensitz kommen. Schließt die Augen in jedem Fall, egal in welcher Pose ihr jetzt seid. Lockert die Gesichtszüge, lass sie schmelzen. Schau mal, dass die Backenzähne weich sind, dass die nicht aufeinander beißen irgendwie. Sehr gut. Super. Wenn du im Kind bist, kommst du langsam über vorne in den Vierfüßler. Und wenn du im Fersensitz bist, kommst du auch bitte über vorne in den Vierfüßler und in den herabschauenden Hund. Bewegt euch hier gerne wieder intuitiv. Lauft auf der Stelle Gassi, spürt eure Arme, eure Hände. Und dann schließt bitte einmal eure Füße, sodass die Innenkanten zusammen sind.
Schieb die Fersen zurück. Kipp auf die rechte Fußaußenkante. Aber diesmal öffnest du dich nicht. Ja, du bleibst im Hund. Das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Brett, die schiefe Ebene, die wir heute schon ein paar Mal hatten. Aber wir sind immer noch im Hund. Sehr gut. Das ist ein ganz spannender Stretch, den wir hier an der Seite haben. Komm zurück zur Mitte und wechsel die Seite. Füße geschlossen und geflext. Ja, Beine gestreckt. Streck die Beine richtig aus und schieb den Popo nach oben. Richtig weit hoch damit. Yes. Lass dein Atem fließen. Spür den Stretch. Komm zurück zur Mitte. Heb dein rechtes Bein. Einatmen. Mach einen großen Schritt nach außen rechts. Sehr gut. Lass dein linkes Knie sinken. Komm auf die Fingerspitzen. Öffne dich. Wir haben das ganz am Anfang gemacht. Sehr schön. Wenn du magst, hebst du hier hinten deinen Fuß an. Deine Ferse ziehst du zum Popo. Und dann kannst du gerne mit der rechten Hand über hinten greifen. Und nochmal ganz viel Dehnung und Öffnung im Oberkörper. Sehr schön. Schieb mit dem Fuß, mit dem hinteren, in deine Hand. Du wirst merken, dass die Dehnung viel stärker wird. Ihr kennt das Prinzip, Druck und Gegendruck, Push and Pull. Atme in dieses offene Herz. Spür die Dehnung. Sehr, sehr schön. Bleiben so einen Tacken länger, weil es so wichtig ist, den Hüftbeuger zu dehnen. Und dann darfst du das ganz langsam und achtsam auflösen. Du kommst auf beide Hände, stell die Fußspitze hinten ab, heb dein Knie, stell dein rechtes Bein neben das linke und du bist im Brett. Wir bleiben hier für 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm nach unten, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga, du entscheidest. Öffne dein Herz, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, Down Dog, herabschauender Hund. Heb dein linkes Bein. Mach den Schritt vor an die Außenseite. Rechtes Knie erden. Gerne hier nochmal kurz auf die Fingerspitzen. Herz weit öffnen. Tief ins Becken sinken. Zieh deine Ferse Richtung Popo. Dein linker Arm greift in einem weiten Bogen nach hinten. Rechte Hand gerne flach. Und gerne den Blick leicht folgen lassen nach hinten. Denk dran, push and pull. Die Hände kommen, Knie heben, Schritt zurück. Wir
gehen ins Brett, wir bleiben hier. Eins, zwei, drei, vier, noch fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Down Dog, herabschauender Hund. Sehr schön. Lauft mit euren Händen, als wenn es Füße wären, nach hinten zu euren Füßen. Kommt hier noch einmal in Malasana, die Hocke. Sehr schön. Richte dich wieder auf. Lass die Knie sinken auf Höhe vom Bauchnabel ungefähr. Bring die Hände noch einmal vors Herz. Namaste. So, was wir hier machen, folgendes. Ich komme mal zu dir. Nimm mal deine linke Hand als Stützhand und mit deiner rechten Hand schnappst du dir den rechten Fuß, heb ihn auf und bring dein Knöchel auf den Oberschenkel. Finde dein Gleichgewicht. Bring, wenn du kannst, die Hände vors Herz. Namaste. Ja? Wenn das nicht ist, dann lass dir eine Hand am Boden und ihr macht ein halbes Namaste. Ja, ist immer so eine Sache mit dem Gleichgewicht. Bei mir auch. Super. Und kommt zurück zur Mitte. Sehr schön. Und wechselt. Meistens hat man ja eine Schokoladenseite, ja, die berühmt-berüchtigte. Wir kennen das alle, diesen Effekt. Eine Seite läuft gut, die andere eher nicht so. Sehr schön. Super. Ja, die halbe Version. Okay. Komm zurück. Du bist am Ende deiner Matte. Häng dich aus. Richtig, nochmal so richtig schön von Seite zu Seite pendeln, schwanken. Kommt nach vorne. Kommt in dein Brett. Komm auf deine Knie und setz dich hin für die Schlusssequenz. Es wäre super, wenn du einen Block hast, aber ich sage auch gleich dazu, die Übung geht auch ohne Block. Okay? Wenn du einen Block oder Bücher hast, ist super, wenn nicht, macht nichts. Was wir machen, Bauch. Du gehst auf den Block mit deinem Steißbein, Kreuzbein, Steißbein. Leg die Arme ab, rechts, links. Jetzt streckst du die Beine hoch. Ich denke mal, die meisten von euch kennen die Übung inzwischen. Wir haben es schon oft gemacht. Rechtes Bein sinkt, linkes Bein bleibt oben. Das rechte Bein bleibt die ganze Zeit unten, okay? Das rechte Bein bleibt unten und bewegt sich nicht mehr. Nur das linke Bein tief. Hoch, tief, nur links, hoch, tief, hoch, das waren drei, tief, hoch, vier, tief, hoch, fünf, tief, hoch, mach weiter, wenn du kannst, sieben, acht, geh nochmal hoch, mach weiter, wenn du kannst, neun, mach Pause, wenn du musst. Tief. Zehn. Zweimal mehr. Wer ist noch bei mir? Come on. Steig nochmal ein, wenn du kannst. Yes. Geh nochmal hoch. Zwölf. Geh tief. Bleibe hier für fünf, vier, drei, zwei, eins. Zieh die Knie ran. Spür nach. Sehr schön. Komm, wir machen es direkt nochmal auf der anderen Seite. Beide Beine hoch. Arme neutral.
Das linke Bein lässt du sinken. Das bewegt sich nicht mehr. Gerne die beiden Beine so ein bisschen nach innen rotieren. Genau. Und jetzt rechts. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mach so viele, wie du kannst. Ich mache 12. Sechs. Halbzeit. Sieben. Du kannst Pause machen. Acht. Noch vier mehr, wenn du kannst. Neun. Come on. Die letzten. Drei. Yes. Zwei. Eins. Einmal mehr hoch. Letztes Mal tief für fünf, vier, drei, zwei, eins. Zieh die Knie ran. Sehr schön. Super. Setzt eure Füße hinter euch ab, so ungefähr beckenweit. Zieh dein Schambein zum Bauchnabel. Heb dein Becken. Schnapp dir den Block. Stell ihn auf die hohe Stufe, wenn das geht, oder auf die mittlere. Das ist die Alternative. Und wir sind in der Schulterbrücke. Dein Becken ganz satt und schwer auf diesem Block absetzen. Und du darfst hier gerne deine Pobacken entspannen. Gesichtszüge weich, Augenbrauen, Backenzähne, ja, so die üblichen Verdächtigen. Atem fließen lassen. Ein- und ausatmen. Okay, heb dein Becken, löst diesen Block, leg den Block zur Seite, wir brauchen ihn nicht mehr. Als Ausgleich ziehst du deine beiden Knie über das Becken zur Brust. Es tut super gut jetzt. Zieht die Knie zur Brust und malt mit eurem Becken unten am Boden so Kreise in eine Richtung. Sehr schön. Darfst dann gerne die Richtung wechseln, die Kreise in die andere Richtung malen. Die Augen dürfen offen oder geschlossen sein. Und du spürst diese Ruhe nach dem Sturm. Jetzt darfst du deine Hände flach auf die Knie legen, so wie ich. Gerne einmal kurz gucken, um Missverständnisse zu vermeiden. Ellenbogen sind gebeugt und was wir hier machen, ganz einfach, und das geht sogar auch mit geschlossenen Augen, du lässt deine Knie jetzt weit auseinanderfallen, so lange, bis deine Arme gestreckt sind. Bis die Arme richtig gestreckt sind, genau. Und deine Hände geben jetzt so einen leichten Zug auf die Knie. Super. Von hier, mit gestreckten Armen, schließt du deine Knie. Ziemlich direkt über deinem Schambein müsste das sein. Beug die Ellenbogen, zieh die Knie ran. Du bist wieder zu Hause. Nochmal. Öffnen, 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 bis die Arme strecken. Und dann geht die Bewegung diesmal fließend weiter über vorne und wieder ran. Öffnen. Weit über vorne. Schließen und wieder ran. Letztes Mal in die Richtung. Jetzt andersrum. Erst nach vorne schieben, Arme strecken und jetzt über die Seiten. Sehr schön. Über vorne und dann über die Seiten.
Auch das jetzt noch zweimal. Sehr schön. Stellt eure Füße wieder vor euch auf, mattenweit. Eure Arme wie ein Kaktus. Lasst beide Knie nach rechts fallen, ganz locker. Locker, locker, locker. Komplett Spannung abgeben. Lass mal richtig fallen, beide Beine, beide Knie. Vor allem rechts. Weil ganz oft, wir denken, wir haben entspannt, aber wir sind noch gar nicht richtig entspannt. Das passiert total oft. Schau mal, ob du wirklich entspannt jetzt beide Knie hast fallen lassen. Wenn das so ist, super. Wenn das nicht so ist, dann mach es jetzt. Komm zurück zur Mitte, wechsel. Beide Füße wieder auf, hebt die Knie, holt ein bisschen Schwung, richtet euch auf, bleibt so wie ihr seid auf eurer Matte, so wie ich, die Fußsohlen zueinander, die Knie weit auseinander, haltet euch an euren beiden Füßen vorne fest, mach einen ganz geraden Tänzerrücken und mit der Ausatmung gehst du tief nach unten. Richte dich nochmal auf, gerader Rücken. Ausatmen, tief. Letztes Mal. Gerader Rücken. Schieb deine Brust raus. Ausatmen, komm tief. Bleib hier. Das ist unsere letzte Haltung. Du darfst komplett jetzt schmelzen. Diese Asana heißt der Stern, Tara, Tara Asana. Das heißt, hier sollen die Fersen gar nicht so nah am Schambein sein, eher ein bisschen weiter weg. Der Rücken muss überhaupt nicht ganz gerade sein, eher so ein bisschen rund. Und du musst überhaupt nicht viel an deinen Füßen ziehen oder schieben oder drücken oder pressen. Du darfst schmelzen. Nimm wahr, was du spürst, was da so kommt, was passiert da. Das kann alles Mögliche sein. Widerstände, Abwehr, aber vielleicht auch ein Gefühl von Freiheit, Loslassen, Entspannung. Lasst eure Atmung ganz natürlich fließen. Wir beenden heute einmal so ganz unorthodox, nicht in Shavasana, sondern das ist tatsächlich hier unsere letzte Haltung. Lass dich drauf ein. Ganz langsam kommst du über deinen geraden Rücken aus der Haltung. Die Schultern gehen zurück auf Höhe deines Beckens. Sehr schön. Komm in einen Kreuzsitz. Bring beide Hände vor dein Herz. Mit der nächsten Einatmung
Schick diese beiden Hände nach oben. Mit der Ausatmung twist nach rechts, öffne die Arme, lass die Arme sinken. Einatmung, Arme nach oben, Hände zusammen. Über die Mitte, twist nach links, Arme öffnen und sinken lassen. Einatmen hoch, Handteller zusammen und zur Mitte. Bring die Hände dann vor dein Herz. Öffne spätestens jetzt deine Augen. Schön, dass du dabei warst. Namaste.